Wir stellen vor Heinrich Heine. Kennt ihr ihn bereits? Kommt mit, wir schauen uns an, was er alles so erlebt hat. Legt euch gerne einen Zettel und einen Stift bereit. Heinrich Heine war einer der bedeutendsten deutschen Dichter und Schriftsteller im 19. Jahrhundert. Heine ist am 13. Dezember in Düsseldorf geboren. Er hatte eine Schwester, zu welcher er eine enge Bindung hatte, und weiterhin zwei Brüder. Auf dem Foto hier siehst du sein Geburtshaus. Im Alter von 6 Jahren besuchte er die private Schule von Herrn Heinz Herz Rintelsohn. Doch Heinrich ging nicht so gern zur Schule. Der Mathe- und Lateinunterricht sind ihm in unguter Erinnerung geblieben. Stattdessen interessierte er sich für Theater und Geschichten. Ihm macht es viel Spaß, eigene Geschichten zu erfinden. An seiner Schule konnte er jedoch nicht lange unterrichtet werden, da es Änderungen im Schulgesetz gab. Mit 9 Jahren kam Heinrich schließlich auf eine französische Einheitsschule. Dort wurde er von Mönchen und katholischen Mitgliedern unterrichtet und lernte unter anderem Lesen, Schreiben und Rechnen. Später ging Heine auf das Gymnasium in Düsseldorf, wo er sein Abitur absolvierte. Doch leider wurde Heine in seiner Schulzeit oft von seinen Mitschülern gehänselt. Mit 19 Jahren begann er schließlich eine Ausbildung bei seinem Onkel Salomon als Kaufmann. Doch seine Gedanken sind nur bei dem Gedichteschreiben. Er wollte viel lieber Dichter werden. Hinter dem Rücken seiner Eltern hat er sich einen Geheimnamen ausgedacht, um Texte für die Zeitung zu schreiben. Dazu würfelte er die Buchstaben seines Namens durcheinander und hieß schließlich Freudolf Riesenhaf. Später übernimmt Heine sogar das Textilgeschäft seines Vaters. Doch auch das machte ihn nicht glücklich, weshalb er mit 22 Jahren an die Uni in Bonn geht. Er studierte verschiedene Fächer, bis er mit 28 Jahren seinen Abschluss erhielt. Nach dem Studium reiste Heine viel in verschiedene Länder. Unter anderem war er in Frankreich, England, Italien und auch an der Nordsee. Auf dieser Reise sammelte er viele Ideen für seine Geschichten und Gedichte. Hier siehst du sein Buch Reisebilder. Als Heine 44 Jahre alt war, heiratete er seine Geliebte Augustine Crescenzene Mirat, die er immer Mathilda nannte. Bevor Heinrich schwer erkrankt, unternimmt er seine letzten Reisen nach Deutschland, um seine Mutter zu besuchen. Er erblindet fast vollständig und stirbt schon mit 59 Jahren. Wir hoffen, die Reise durch das Leben von Heinrich Heine hat euch gefallen. Auf Wiedersehen, Kinder!